So, Leute, dann bin ich wieder mal zurück bei Cities Skyline. Das ist lange nicht mehr gespielt und ich will mal sagen, wir machen ein neues Spiel, denn es haben sich Kleinigkeiten verändert und ich würde mal sagen, wir fangen einfach an mit zwei Flüssen. So. Da sind wir schon im Game, wir brauchen eigentlich überhaupt hier nichts. Womit ich gleich mal anfange, Straßen, weil nur Straßen gehen. Es gibt Neuerungen in dem ganzen Game. So, ich muss mal kurz überlegen, wie ich das hier baue am besten. So. So am besten erste Mal. Und hier hinten geht's zum Industriegebiet. Erstmal ein kleines Industriegebiet. Am Anfang brauchen wir ja nicht so viel Industrie, aber erstmal brauchen wir Strom und Wasser. So, Strom, wenn wir, glaube ich, anfangen mit Windkraft, oder fangen wir an mit Kohle. Die Kohle bauen wir gleich hier so hin. Dann fangen wir an mit, die Industrie kommt hier hin. Geil, dass ich das jetzt hier so geil gebaut habe. Die Industrie. Und dann brauchen wir natürlich Häuser. Die Häuser fangen wir hier an. So. Und Wasser bauen sie auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Alles geht irgendwie in die Richtung, deswegen zapfen wir hier hinten das Wasser ab. Und hier wird es rausgepumpt, denn die ganzen Schmutzbarkeiten sind ja auch noch da. Nee, es gibt nämlich jetzt eine geile Neuigkeit bei Terranveränderung. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch diesen Part schon diesen Part schaffen oder nicht. Wenn nicht, ist ja nicht so schlimm. Aber geil wäre es ja trotzdem schon. Wir bauen jetzt mal hier so ein bisschen. Da hier hinten bauen sie glaube auch ein bisschen Wasser. Und die Stromleitung muss rüberkommen. So. Und einen Weg zurück brauchen wir natürlich. Machen wir so. Und jetzt lassen wir mal die Zeit ach du, die bauen ja gleich. Warum bauen hier hinten? Ich hoffe, die bauen noch dort, ja, dort vorne bauen sie jetzt. Das sind schöne Bürger, echt. Die fangen echt wunderbar an. So, jetzt können wir eigentlich bis hier durchziehen, wo es schräg geworden ist. So, nicht genügend Geld. Da brauchen wir eben noch ein bisschen Geld. Wir brauchen natürlich aber auch ein paar Geschäfte. Ich habe schon einen zweiten Stand angefangen. Es ist, finde ich, schwieriger geworden. Aber man kann es noch aushalten. Und deswegen gucke ich mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Man kann selbst, wenn man hier am Wasser ist, okay, hier haben wir jetzt nicht, sagen wir mal, das hier wäre alles Wasser. Ich kann selbst das Wasser mitkaufen. Also eigentlich richtig. Ah, wir brauchen das noch. Okay, ja. Ich muss ja auch noch. So, jetzt. Jetzt läuft aber unsere Stadt. Ja, man hört. Ich habe immer noch einen Gips. Das tut extrem viel weh. Ich habe vorhin mal ein bisschen Warframe gespielt. Es geht eigentlich überhaupt nicht. Sagen wir es mal so. Ich könnte gar nichts machen. Aber gut, man muss auch mal ein bisschen so rumprobieren. Rumprobieren ist natürlich ein Muss. So, neue Gebäude. Hier kann man eigentlich schon mal vorauskommen, was man so bekommt. Und wann? Oh, Pflasterweg gibt's auch. Ach so, ja gut. Und hier kommt's. Kanäle. Wir bauen 1300 und können wir Kanäle bauen. Kai- und Hochwassermauer. Das ist eigentlich richtig nice, muss man sagen. Also wir versuchen mal in diesem Part noch 1300 Leute zu bekommen. Zur Müllentsorgung, die packen wir erstmal ans Ende. Ein Krankenhaus
Wollen wir uns auch schon mal hin, und zwar hier hin. Und eine Bildung können wir uns noch nicht leisten. Die Straßen müssen wir mal miteinander verbinden. So. Jetzt haben die dort hinten wieder keinen Strom. Nee, die haben jetzt Strom. Okay, gut. Die haben jetzt nicht genügend Geld, 2000. Eigentlich müssen wir erstmal wieder hochkommen. Ne, ich gehe gerade nach unten. Das ist nicht gerade gut. Ja, jetzt kann ich größere Städte bauen. Nee, ich glaube, da hat mir gerade ein Viertel angezeigt. Die brauche ich aber im Moment noch nicht so. Kann ich schon die Steuern? Oh, ich kann schon die Steuern nach oben. 11% reicht erstmal. Und die haben jetzt keinen Strom. So wie das Wasserwerk. Hat sie erledigt, gut. Ja, man muss eben einen kleinen Moment warten. Ja, es hat sich eigentlich so qualitätmäßig, hat sich was verändert. Die Häuser so grafisch besser geworden, neuer geworden. Auch die Hochhäuser sind richtig nice, Rohprobleme. Rohprobleme? Ah, Rohprobleme. Machen wir erstmal, wie machen wir das denn jetzt mal kurz? So. So passt das schon. So, Stromausfall. Schon wieder Stromausfall. Eigentlich ja nicht. Wir haben ja dauerhaft Kohleproduktion, oder? Wo ist denn überhaupt unser Kohlekraftwerk jetzt hin? Ach, hier hinten, weil sie da noch nicht haben. So, 850, also wir haben gleich die Kanäle. Und dann kann ich euch mal zeigen, wofür ich die Kanäle gerne nutze, weil es eigentlich geil aussieht. Also es kommt dann gleich 1300. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Aber ein paar ein bisschen länger. Oh, was ist denn das hier? Ist das nur ein Stein? Das ist nur ein Stein, aber sieht geil aus. Ja, hier drüben, na gut, da müssen wir irgendwie... Naja, ich brauche mal nicht. Auch wenn die jetzt rummeckern, aber die haben bald Strom. Mülldeponie, reich, zwei Fahrzeuge sind draußen. Strom und Wasser ist noch alles im Positiven. Oh. Abwasser, ach, guck mal an. 120 und 29 brauchen wir also... Null Probleme. So. Ich finde natürlich auch die Hochhäuser, die sind nice neu gemacht. Ja, es gibt jetzt alle möglichen von Wetter und so weiter und so fort. Wir können schon die drüben ausbauen. Das ist nice hier drüben, weil wir haben die Bahnschienen und wir haben sehr viel Terrain, was flach ist. Was echt ein Vorteil ist. Oh, es brennt. Oh, wir können eine Feuerwehr bauen. Los geht's, liebe Feuerwehr. Und dann bauen wir noch am besten hier so mittendrin eine Feuerwehr drin. Ja, und die können wir uns schon nicht mehr leisten. Aber gleich. Winzige Kleinstadt. Wir haben die Kanäle freigeschaltet. Erstmal bauen wir kurz hier eine Feuerwehr hin. Polizei braucht man nicht. Bildung. Bauen wir mal kurz hier so eine Schule hin, dass wir hier was einhaben. So, und jetzt zeige ich euch das mal mit den Kanälen. Kanäle sind hier hinten und es gibt von kleinen Kanälen. Bis zum mittleren Kanälen. Ab zu großen Kanälen.
Und meine Sache, die ich gerne hier dran bauen möchte oder dran baue, ist einfach das Abwasser hierhin verschieben. Und jetzt noch eine Leitung hin. Und dann sagen sie uns, ich habe nicht genügend Geld. 3000 brauche ich dafür. Warten wir mal kurz ab. Vorspulen. Ja, Abwasser, Abwasser, Abwasser. Ja, dann gib mir 3000. Ich brauche nur 400. Knapp 500. Oh nein, es geht da unten. Gut, das ist nicht ganz so gut gerade. Mal kurz stoppen, dann müssen wir nochmal rüberschieben. Also das möchte ich euch noch ein paar zeigen. Also das ist eine Sache, die mir gefällt. So, Kläranlage läuft, Leute. Genau. So, was brauchen wir? Wir brauchen das Blau, wollen sie haben. Das Blau machen wir mal kurz hier so an einer kleinen Straße rein. Und Polizei wollen sie auch haben. Aber Polizei ist mir ein bisschen zu teuer. Guck mal, 1800 plus 1900. Ich hatte beim ersten Mal, hatte ich übelst die Schwierigkeiten gehabt. Verlassene Gebäude. Oh, hier oben ist aber auch nicht... Ach, das ist die Feuerwehr. Das ist die Polizei. Also es hat sich auch so von den Bildern verändert. Das ist schon nice. So, wir bauen dort zum 12.000 dafür. So, wir machen mal die Wasserleitung bis dort hinter. Dann zeige ich euch mal, was ich eigentlich meine. Jetzt läuft nämlich das ganze Abwasser hier rein. Das ist wirklich geil mit den Kanälen. Man muss sogar aufpassen, dass die nicht überschwemmt werden. Also es gibt es auch, dass die überschwemmt werden können. Und eigentlich habe ich es falsch rum gebaut. Ich bräuchte hier einen kleinen. Ändern wir mal das kurz. Wir bräuchten am Anfang großen. Ja, jetzt sieht man, dass es losgeht mit der Überschwemmung. Das geht bis hier rüber. Was nicht gerade gut ist. Dafür gibt es den Hochwasserschutz dann. Aber wir warten mal ab. So. Und
So. Dann verschieben wir das mal statt ins Erdreich, schieben wir es mal hier rein. Ich merke, das geht auch wieder nicht. Oder was? Aber ist auch nicht angeschlossen. Angeschlossen. So. Und jetzt sieht man, wie es überflutet wird. Weil das Wasser einfach übertritt. Und die ganze Stadt wird überflutet. Aber geil gemacht. Überschwemmung. Ist schon eine geile Sache, muss man sagen. Und hier geht es natürlich schon weiter. Deswegen gibt es jetzt den Hochwasserschutz. Den wir mal einmal... hier erstmal langziehen. Das Wasser lassen wir mal hier so reinlaufen. Wie es aussieht, klappt das sogar. Oh mein Gott, Leute. Da will ich einmal euch was zeigen und dann klappt das sogar nicht. Aber man sieht, das Wasser läuft ab. Also ich werde jetzt auch mal zu Kais, können Sie an die Küste abrunden und Kreisgebiete bis kurz vor wertvollen Ufergebiet ermöglichen, okay. Wir wollen aber hier am liebsten Hochwasserschutz machen. Das Wasser muss jetzt irgendwie ablaufen können. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie auch anders machen könnten. Also solange wir hier im Hochwasser sind, ist es nicht gerade gut. Hier wird es ja abgeblockt, das ist ja gut. Aber wo soll ich das jetzt hinpumpen? Oder wie soll ich das hier machen? Das war vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Also hier läuft das Wasser ab. Das ist schon mal gut. Das läuft jetzt nach und nach ab, wie es aussieht. Und hier die ganze Gegend ist überflutet. So, wir brauchen aber eine Polizei, wie es aussieht. Da kleistern wir sie mal hier rein. Und ich würde einfach mal sagen, ich warte noch ab, bis das abgelaufen ist. Und baue dann gleich hier eine Mauer hin. Das wird nicht mehr lange dauern. Das ist schon zurückgegangen. Und wir sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat und ihr mehr von dieses geile sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten. Wenn wir natürlich sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Und wie gesagt, es haben sich viele, viele Sachen verändert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.